Das ist keine Finanzberatung, nur meine persönliche Meinung. Und nein, ich bin kein Anlageberater. So, ich muss mal eben gucken. Ja, Lautstärke funktioniert. Wir hatten ja gestern ein kleines Problem. Wenigstens ich hatte mal wieder ein kleines Problem, was ja auch nicht ganz so unnormal bei mir ist. So, was sehen wir denn schön? 39.000 bei Bitcoin. Er hält die 38.000 und ist weiter gestiegen. Richtung 40.000. Warten wir mal ab. Vielleicht kommt da ja noch etwas. Hoffen wir mal, das wäre natürlich ein schöner Anfang. Wahrscheinlich wird bei 40.000 dann nochmal einen kleinen Rückverkauf gemacht, sprich man nimmt Gewinne mit, aber danach wird es Gott sei Dank dann weiter nach oben klettern. Davon bin ich ganz felsenfest überzeugt. Also wie gesagt, wenn Bitcoin tatsächlich die 45 oder 50.000 im Dezember schafft, wäre schon ein Mega-Erfolg. Für den Markt natürlich auch, weil wenn es Bitcoin gut geht, geht es uns auch gut. Bei XRP sehen wir 61,9 Cent. Wer weiß, vielleicht schaffen wir ja die 62 Cent mit Pumpen. Ne? Man muss immer wieder bei XRP, was Pump betrifft, natürlich in kleinen Schritten vorausdenken, solange die Verwendung natürlich nicht da ist. Aber nichtsdestotrotz, dem Markt geht es gut und das ist die Hauptsache. Er ist immer noch im Aufwärtstrend und hoffen wir mal, dass es natürlich weiterhin so erfolgreich bleibt. Wir haben ja schließlich auch 2024 große Ereignisse, die sicherlich den Markt positiv beeindrucken werden und natürlich auch nach oben gehen. Ich werde im Anschluss natürlich, bevor ich dann zur Community gehe, werde ich natürlich diesen Cut machen, was die News betrifft. Und dann, was die Community betrifft, werde ich dann auch Holochain nochmal vorstellen. Man hat mich mal gefragt, ob ich vielleicht mal Holochain nochmal ein bisschen vorstellen kann. Ist kein Problem, kann ich machen, bin ich auch drin investiert. Warum nicht? Warum ich auch denke, warum Holochain ein mega geiles Projekt ist. Aber fangen wir einfach mal an, ne? So, warum XRP nach 5 Monaten nicht zum Ripple Liquidity Hub hinzugefügt wird? Ripple CTO reagiert. Es ist natürlich klar, ne? Yasin Mubarak, ein prominenter Mitglied der XRP-Community, hat die Gespräche über den Ausschluss von XRP von einem der Produkte von Ripple für Institutionen wieder aufgenommen. Es ist eigentlich Blödsinn, ne? Weil wir wissen ganz genau, warum es noch nicht da auf Liquidity Hub gekommen ist. Es ist natürlich der Grund, nicht weil XRP jetzt natürlich rechtlich gesehen reguliert ist auf Börsen, sondern ganz einfach, weil der Prozess noch nicht zu Ende ist. Es könnte immer noch eine Berufungsverfahren natürlich kommen. Das muss jeder immer noch im Hinterkopf haben. Aber Ripple CTO reagiert. David Schwarz antwortet auf die Anfrage. Er verzichtet jedoch darauf, die Entscheidung von Ripple XRP aus dem Liquidity Hub auszuschließen, öffentlich zu erklären. Er bemerkte leider nein. Schauen Sie sich an, was passiert ist, als ich das letzte Mal genau das im Zusammenhang mit unserem ODL-Strategie getan habe. Da wisst ihr ja, da war ja ein großer Aufschrei von wegen, oh, das kann ja nicht sein, dann hätten wir vielleicht nicht genug XRP-Münzen. Da muss man einfach abwarten. Aber ich gehe davon aus, das hat ja auch ein anderer Mitglied genau gesagt, andere Mitglieder der XRP-Community schalteten sich in die Diskussion ein und spekulierten über die Gründe für den Ausschluss von XRP aus dem Hub von Ripple. Ein XRP-Enthusiast mit dem X-Benutzernamen Baron bemerkte, der Rechtsstreit ist noch nicht vollständig abgeschlossen. Und sowohl in den USA als auch in vielen anderen Regionen gibt es noch keine Vorschriften. Geduld macht das Rennen. Da hat er recht. Also ich gehe auch davon aus, wenn natürlich XRP rechtliche komplette Klarheit hat in den USA, wenn der Prozess komplett abgeschlossen ist, Klarheit ist zwar da, aber es gibt immer noch die Gefahr, dass natürlich ein Berufungsverfahren kommt. Und dann sind natürlich alle Urteile erstmal auf Eis gelegt oder die sind zwar in Kraft, aber es könnte sich ja beim nächsten Richter dann ändern, ne, falls es so kommt. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Ich habe es ja gestern schon repräsentiert, was die SEC für ein Mist gebaut hat, ne, oder wo die Richter sagen, vor wegen, nee, so funktioniert das bei uns nicht mehr. Und von daher, da werde ich eigentlich mal ganz entspannt bleiben. Selbst wenn es nicht auf Liquidity Hub kommt, weil Ripple natürlich für das System die Münzen braucht, ist es doch eigentlich auch wurscht. Gestern wurde natürlich auch wieder, ja, gestern den ersten, die 1 Milliarde XRP-Coins vom Escrow wieder freigesetzt. Davon sind 800 wieder zurückgegangen und Ripple hat sich natürlich 200 wieder, ja, wie soll man sagen, ne? In die eigene Tasche gewirtschaftet. Ripple CTO feiert 11 Jahre XRP-Ledger-Launch, Jubiläum. Also, der kleine Schmutzfink ist jetzt schon 11 Jahre alt. Jetzt guckt man sich den Kurs an und sagt sich, was ist das für eine Scheiße, ne? 11 Jahre bist du draußen.
Und durch die Verwendung ist immer noch nichts Großartiges passiert. Da kann ich nur immer wieder sagen, ihr habt es im Bärenmarkt gesehen, durch die Verwendung ist XRP nicht total abgestürzt. Er hat sich tapfer immer dank der Verwendung um die 30-Cent-Marke gekümmert. Also von daher war es gar nicht so schlecht bisher. Der CTO von Ripple, David Schwarz, hat die XApp ehemals die beliebte Mikroblogging-Plattform Twitter genutzt, um der XRP-Community eine Ankündigung zu machen. Dieser X-Beitrag scheint der XRP-Armee gefallen zu haben und Schwarz erhielt auch einen großen Zustrom positiver Reaktionen und Glückwünsche. Ripple CTO feiert Ripple Verseri. David Schwarz twitterte, dass er an diesem Wochenende sein 11-jähriges Ripple Verseri feiern wird, was höchstwahrscheinlich bedeutet, dass vor 11 Jahren im Jahr 2012 XRP Ledger zum ersten Mal gestartet wurde. Im selben Jahr wurde dann OpenCoin gegründet, das bald in Ripple Labs umbenannt wurde. Warum es umbenannt wurde? Weil es schon ein Unternehmen gab, was damals OpenCoin hieß und sie deswegen rechtliche Probleme gekriegt haben. Deswegen haben sie es dann nochmal umgeändert. Klingt eigentlich auch besser, ne? Stell dir mal vor, es heißt immer noch OpenCoin. Klingt ein bisschen doof, oder? Ripple Labs klingt viel besser. Schwarz ist als einer der Gründer vom XRP Ledger und seiner nativen Kryptowährung XRP bekannt, die später von Ripple verwendet wurde. Richtig, sie wird verwendet, ob man das will oder nicht. Also hier steht es auch nochmal, ne? 800 wurden wieder zurückgesperrt, 800 Millionen, 200 hat sich Ripple natürlich unter den Nagel gerissen. Wurde auch mal wieder natürlich über die letzten Tage ein bisschen verkauft, genauso wie heute auch, aber sorry, bin immer noch ein bisschen kränklich. Von daher immer entspannt bleiben. Und es ist ein Krypto-Einhorn. Die größte Kryptobörse in Lateinamerika und auch ein Ripple-Partner in seinem Ripple Payment Service, der von Ripple Net betrieben wird, sprich dem ehemals ODL, und XRP verwendet. Früher war es als On-Demand Liquidity ODL bekannt. Also da sind ein paar Millionen hingegangen zu Bitso. Ist eine mexikanische Börse und ein ganz starker Partner, gerade in Verbindung zwischen Südamerika und USA. Ne? Muss man ganz klipp und klar immer wieder sagen. Und ich bin einfach geflasht. Ne? Also die Entwicklung geht voran. Schauen wir uns mal den Market Maker mal an. Vielleicht haben wir da mal was Neues. Vorhin habe ich geguckt, da war nichts. Nein, ist immer noch nicht. Ist leider sehr traurig, dass Clawback und Market Maker immer noch bei 20 und 15 sind. Da sollte sich eigentlich mal so langsam auch ein bisschen mehr was tun. Aber ihr seht, wir müssen noch leider uns gedulden. So, jetzt gehen wir mal zu Terra Classic. Ist natürlich auch im Hintergrund bei mir im Bild. Na, ich bin völlig geflasht von Terra Classic und man muss auch ganz klipp und klar sagen, man muss sich bei Russia auch bedanken, dass er uns immer wieder hartnäckig darauf aufmerksam gemacht hat, seit 2 Jahren, sage ich mal, oder seit 1,5 Jahren oder 1 Jahr war das jetzt, nachdem ich hier auf Twitch bin. Nee, das ist ja nicht mal 2 Jahre, das sind ja ein paar Monate nur, 9 Monate. Aber er hat immer wieder gesagt, guck dir Terra Classic, Luna Classic an, Junge. Guck's dir an, guck's dir an. Das ist so ein Schmutzfink. Und ich habe mir den angeguckt und habe gesagt, ich habe den ja schon vorher gekauft, wo er runtergestiegen ist. Habe ich gedacht, ach komm, ein bisschen Spielgeld rein. Aber ich bin davon überzeugt, dass der Schmutzfink tatsächlich echt was reißen wird. Ob es die Dollars sind, ob es den Hunderter ist, das lassen wir mal aus. Aber ich werde euch auch gleich sagen, warum ich das glaube, dass der im Bullenmarkt wahrscheinlich Minimum 1 Cent bis 10 Cent wahrscheinlich schaffen könnte, wenn Binance mitspielt. Binance ist der größte Verbündete von Terra Luna Classic und ich denke schon, dass die da einen ganz großen Schwung noch mehr machen werden. Da Binance 3,9 Milliarden Token verbrennt. Ne? Wir kennen das ja, deswegen bla bla bla, ist alles angestiegen. Was wichtig ist, ist das hier. Am 1. Dezember verbrannte Binance 3,9 Milliarden Luna Classics Token. Was Handelsgebühr für Luna Classic Spot und Margin Handelspaare vom 31. Oktober bis zum 29. November entspricht. Dies entsprach einem USDT-Gegenwert von 362.000 USDT-Dollar. Klingt nicht viel im Endeffekt, ne? Wenn man bedenkt, 3,9 Milliarden wurden verbrannt für diese Summe. Die Unterstützung von Binance für das Verbrennen von Luna Classic geht auf September 22 zurück, nach dem Zusammenbruch von Terra. Wissen wir alle, ne, bei 120 oder 130 Dollar ist es auch immer fast auf Null gerutscht. Als das Unternehmen beschloss, alle Handelsgebühren zu verbrennen, die es von Luna Classic Spot und Margin Handelspaare erhalten hat, nachdem die Luna Classic Community dafür gestimmt hatte,
Den Luna Classic Burn Mechanismus zu ändern, kündigte Binance Änderungen an den Handelsgebühren von Terra Luna Classic an. Binance begann mit im Dezember 22 damit 50% der Luna Classic Spot- und Margin-Handelsgebühren zu verbrennen. Im Gegensatz zu 100%, was derzeit noch der Fall ist. Also, man muss ganz klipp und klar sagen, dann Binance schwupps der Kurs natürlich auch hoch. Binance ist der größte Befürworter dafür. Warum? Es ist ganz einfach. Ein Terra Luna Classic in dem System, was natürlich auf Binance auch integriert wird oder schon ist, ist natürlich das Web3-System, ist die KI-System drin. Es ist, also Luna Classic könnte wirklich ein Gigant werden noch. Klar, dann guckt man sich den Kurs mal an, habe ich ja hier auch noch auf. Da lacht man drüber. Es ist ganz klar, dass die Leute drüber lachen, aber wie gesagt, wir reden hier von der Kryptowelt. Und es geht nicht darum, was der Kurs jetzt bringt. Man muss gucken, was bringt der Kurs im Bullenmarkt und wie die Entwicklung weiter ist. Und die Entwicklung ist wirklich fantastisch. Die haben wirklich die Creme de la Creme da aus der Blockchain-Szene wirklich da mit drin. Wenn David Schwarz noch da drin wäre, dann wäre das ein riesen, mega Monster. Aber was sie da an Personal drin haben, ist schon wirklich fantastisch. Und ich kann eigentlich nur sagen, guckt euch das nochmal an. Man muss bedenken, Binance hat zum Beispiel 1 Billion Luna Classic. Jetzt stellt euch mal vor, Binance verbrennt die auf einmal. Oder kauft einen Riesenschwung noch zurück und verbrennt die. Möglich besteht's. Und daran denke ich, dass so ähnlich wird das passieren im Bullenmarkt. Weil Binance natürlich auch ein großer Profiteur davon ist, wenn Luna Classic natürlich im Kurs steigt. Und wir wissen, dass Binance natürlich, abgesehen jetzt von der kleinen Summe, die sie bezahlen müssen an die USA, wegen ein paar kleinen kriminellen Dinge, ihr wisst, ich bin kein Binance-Fan. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Binance da im Bullenmarkt richtig, richtig mitmischen wird, was Luna Classic betrifft. Und ich bin gespannt, also 1 Cent bis 10 Cent könnte ich mir gut vorstellen. Natürlich nicht mit den 6 Billionen, die noch da sind, sondern eher, dass da wahrscheinlich 2, 3 Billionen oder 1 Billion weniger sein wird später. Aber schauen wir mal, ne? Die Verwendung wird immer mehr gestartet, immer mehr Systeme werden darauf gestartet auf Luna Classic und von daher, es ist ja schon geil, das Ding mit dem Stablecoin und ich gehe schon davon aus, dass Luna Classic richtig schmutzig noch abgehen wird. Ich kann niemandem empfehlen, da jetzt natürlich einzukaufen, weil es natürlich, was Luna Classic immer noch betrifft, sehr hohes Risiko ist, weil wenn Binance zum Beispiel sagen würde, ne, das interessiert uns nicht mehr, der kann verschwinden, dann geht Luna Classic natürlich nach unten. Aber solange die natürlich damit bei sind, denke ich, in diesem Bullenmarkt wird es richtig, richtig geil werden. Nichtsdestotrotz, vielen Dank, Russia, dass du uns wirklich darauf so hartnäckig aufmerksam gemacht hast. Muss man ja ganz klipp und klar sagen. Ne? Also ich bin dir wirklich sehr, sehr dankbar und ich schätze mal einige aus der Community auch schon mittlerweile dadurch. Ob deine Preisprognosen natürlich kommen, muss man mal abwarten. Ne? Sie sind nicht abwegig. Wir reden hier von der Kryptowelt und vielleicht nicht diesen Bullenmarkt, aber wahrscheinlich dann der nächste, der dann auf uns zurollen wird. 2028, ja, 28, 29, so könnte man reden. Aber nichtsdestotrotz, das war's jetzt schon mit den News. Wie gesagt, ich bringe gleich noch Holochain, aber das kommt im nächsten Video mit der Community. Und vielen Dank fürs Zuschauen.